Willkommen zurück zur neuen Folge von Zelda Skyward Sword. In der letzten Folge haben wir dieses Item, was ihr gerade seht, bekommen. Und damit können wir gut weiterkommen, denn wir können jetzt hier lang und wahrscheinlich dort oben bei Zeldas Face ankommen. Schauen wir mal, wie das hier aussieht. Und dann wissen wir mehr. Wir werden dadurch schlauer. Kann man das abblocken? Nee, oder? Ich glaube nicht. Ich würde mal schätzen, nein. Kann ich hier irgendwas machen? Kann ich das aufsaugen? Oh. Nö, ich kann eigentlich gerade... Ha, ich kann es abblocken, cool. Nee, ich kann gar nichts machen. Dann muss ich das hier alles wahrscheinlich irgendwie in die Vergangenheit zurücksetzen. Ist ja nur die Frage, wie ich das mache, wie ich das anstellen soll. Moment. Wenn man nicht weiter weiß, ne? Der Beetle hilft einem immer. So, mit dem Beetle gucken wir mal. Ob wir hier irgendwas Cooles finden, womit wir irgendwas in die Vergangenheit setzen können, weil das ist so voll weird hier alles. Irgendwas muss es hier noch geben, oder? Oder nicht? Hä? Hier ist gar nichts. Oh, das ist mir nicht aufgefallen. Auf der Map sieht man es. Es gibt hier einen Secret Weg. Hier, man kann an manchen Stellen langlaufen. Das ist mir leider nicht aufgefallen. Jetzt aber zum Glück schon. Und da ist ein Secret. Aber ab. Oder auch so. Genau. Krabbeln, krabbeln, krabbeln. Komm schon, da muss auch was sein. Krabbeln. Oh, das ist so eng hier. Das ist bestimmt eine Falle. Oder? Bist du eine Falle? Das passiert mir gar nichts. Nö. Da kriegt man ja. Kriegt man ja Angst. Klaus, Klaus, Klaus. Ich krieg hier voll Angst. Ich muss hier schnell raus. Oh, eine Truhe. Oder ist das nur eine Falle? Das sieht aus wie eine Falle. Da gehe ich nicht lang. Ich traue dem irgendwie nicht. Ah! Was macht ihr denn hier? Haut ab! Oh, ein Herz. Herze nehme ich immer mit. Ja! Sorry, falls die Cam übrigens komisch sein sollte heute. Und ich habe irgendwas gemacht und habe einen Rubin entdeckt. Da, nice. So, ich hab dagegen. So, zack. Oh, cool. Und was kriegen wir hier so schönes Geld? Nee, nee, kein Geld. Geschenk der Göttin. Wow, das wollen wir alle. Juhu, jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Oder kann ich mit den Rubin schnappen? Geht das? Ja, anscheinend. Und dann rückwärts. Wollen wir einfach rückwärts gang. Es ist so stupid. Das ist ehrlich so stupid, aber es geht. Was soll ich denn da machen? Jetzt werde ich locker getroffen. Ich kann nichts dagegen machen. Tschüss. Ah! Ja, Junge, was soll ich. Ohne Witz. Was sollte ich da bitte machen, Leute? Was sollte ich da machen? Karte. Geradeaus. Dann irgendwann nach rechts abbiegen. Hier anscheinend. Verschwinde! Danke. Wo lang, wo lang, wo lang? Geradeaus, geradeaus. Zack, okay. Einsaugen, einsaugen. Hier ist nichts, schade. Hier rüber. Hier rüber. Einsaugen, einsaugen. Oh, hier kann man auch nochmal rein. Knapp. Richtig knapp. Okay. Was uns wohl hier erwarten wird. Ich habe das Gefühl, wird gleich irgendwo eine Spinne sein, oder? Da dürfen wir dann nicht lang gehen. Oh, ein Rubin. Rubine sind schön. Rubine nehme ich mit. Können wir dann bei unserem besten Freund Terry abgeben. Der mag die. Der mag die sehr. Oh, den nehmen wir auch nochmal mit für Terry. Boah, der wird sich freuen. Der wird richtig reich von uns. Ja, ich brauche das Geld nicht. Ne? Das Einzige, was mich glücklich macht in meinem Leben, ist Zelda. Ich brauche kein Geld. Nur Zelda allein macht mich glücklich. Oder so. Bestimmt. Ich weiß es noch nicht. Sie hat mich noch nicht rangelassen. Aber maybe. Okay, wir sollten sogar hier lang. Okay. Okay, hier scheint auch sowieso nichts mehr zu sein. Maybe sind hier ein paar Krüge mit ein paar Herzen oder so. Und hier hinten ist ein...
Ist ein Schatz? Hopp. Mal gucken, ob das rum war. Ich weiß es nicht. Geld ist immer schön. Okay, an manchen Stellen darf ich wohl anscheinend noch nicht laufen. Ja! Okay, 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 okay. Chillig, chillig, chillig. Ah, ich kann es alles einsaugen. Bestimmt finde ich hier irgendwo so ein Kristall, oder? Oh, hier sind überall Fallen. Hm. Ah, nee, die machen mal kein Damage. Nee, die machen mal kein Damage. Okay, das ist zumindest ein Vorteil. Verschwindet. Ich möchte nicht gegen euch fighten. Doch, habe ich keine Lust? Ich habe gesagt, verschwindet. Haut ab. Oh, hier ist nichts. Mist, weg hier. Was? Hau ab. Oh, er exploded. He exploded. Wacko, wacko, wow, wow, wow. Hä? Ich komme hier nicht durch. Ja, hier sind überall Kruge versteckt, tatsächlich. Bling, bling. Ah! Ich bin das Money. Lass mich durch. Oh, oh. Hinter mir. Komme ich jetzt hier weg? Muss ich hier lang? Ja, ich muss hier lang. Oh, aber der Rubin ist schon lange weg. Ja, ist. Was soll ich dazu sagen, ne? Hau mal ab, please. Danke. Das ist eine Truhe! Ich tue alles für eine Truhe! Alles! Was war das jetzt für eine Tür? Ich meine, wo ist diese Tür? War ich da jemals? Nee, oder? Okay, hier können wir lang rennen. Hier lang, zack. Und dann die kleine Truhe. Warte, warte. Ah, so jetzt. Money. Boah, ja. Was, haben wir... Aua. Haben wir das Maximum erreicht? Können wir nicht mehr Geld tragen? Hm. Okay, wir mussten auf jeden Fall diesen Schalter finden, sonst hätten wir nicht hochgekonnt. Sehe ich erst jetzt. Naja, egal. Boah, Herzen. Dankeschön. Dankeschön, Spiel. Mua. Kuss. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich möchte das nicht befreien. Aber wir wollen ja heute zum Boss. Wir wollen heute endlich mal diesen Dungeon fertig machen, ja, nach Monaten. Also komm, befreien wir ihn. Auch wenn es wahrscheinlich eine schlechte Idee ist. Eine Mine, eine Lore. Ah, schau mal hier. Yeah, ich wusste, man kann da reinstecken. Stechen, ja. Höh, zack. Und was passiert hier? Was passiert? Kann ich das schieben? 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 Nein? Kamera zoomt raus, wenn ich dran gehe. Passiert nichts. Okay, ich glaube, ich muss noch mal in der Zukunft das schieben. Ich glaube, in der Vergangenheit kann ich das nicht schieben, oder? Hä, so geht's aber auch nicht. Oder muss ich das jetzt erstmal betätigen? Nee, passiert nichts. Hm? Vielleicht hätte ich irgendwas mit meinem Beetle machen können? Hä, jetzt geht er? Hä? Okay, egal. Wisst ihr was? Ist mir auch egal. Solange es jetzt geht. Alles klar. Oh, er wird gleich belebt. Oh, das ist überhaupt nicht schön. Das gefällt mir so überhaupt nicht. Kann ich den wegpusten? Das wäre super. Das wäre super, wenn das gehen würde. Versuchen wir es mal. Okay, ich kann ihn stunnen. Hör auf! Ich will nur das Tor aufmachen! Ah, wie sind die ganze Zeit an? Aufmachen, 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 aufmachen! Hör auf! Ich treff's nicht! Okay, hat geklappt. Mann, Steuerung ist blöd. Egal, er wird jetzt sterben. Tschüss, bye bye. Oh, ich muss auch weg. Oh mein Gott. Was? Oh oh, ich muss mich hier verstecken. Das ist ein Totem. Oh, okay, ist tot. Oh, aber er nicht. Aua. Ich muss aufpassen. Ich muss wirklich aufpassen, was ich hier mache. Ich muss ihn töten? Wie
kill ich ihn. Blocken? Hey! Ja! Hä? Stech doch! Stech doch! Meine Güte! Habe ich noch Heiltränke zu sichern? Ich habe gar nichts mehr, ne? Oh, es sieht nicht gut aus mit dem Boss, ohne Witz. Naja, wir versuchen trotzdem unser Bestes. Wir leben jetzt wieder. Solange sie uns nicht sehen, ist alles gut. Solange sie uns nicht sehen, ist alles gut. Auch wenn er genau in meine Richtung guckt, was mir ein bisschen Angst macht. Solange er uns nicht sieht, ist alles gut. Er hat uns gesehen. Das ist nicht so gut. Aber entspannt, chillig. Er ist tot. Und wir können hier den Schalter betätigen, um irgendwas zu machen oder auch nicht. Wir können aber das hier endlich freischalten, um endlich eine Abkürzung zu haben. Und wahrscheinlich jetzt auch einen Weg zum Endboss oder zum was auch immer. Zum nächsten Buchstaben. Bestimmt. Ich weiß es nicht. Machen wir hier mal ein bisschen was frei. Ah ja, genau. Hier kommen wir weiter. Alright, alright, alright. Wir kommen hundertprozentig heute zum Boss. Tschüss. Ja, Herzen, Herzen. Ich liebe Herzen. Das ist das Geilste. Das Allergeilste. Yeah. Hopp, 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 hopp. So klettert man. Nicht. Okay. Das hier ein. Dann hier sind zwei Truhen. Zwei Truhen noch. Wir müssen noch hier hoch. Dann hier lang. Zack. Und dann können wir zu Zelda. Schau mal, das kriegen wir hin. Glaube ich. Müssen wir den irgendwie hier überkriegen? Oder wie komme ich jetzt weiter? Ich muss ja offensichtlich mit dem jetzt weiterkommen. Hier, mit dem hier. Oder nicht? Achso, doch, da kann ich reinschlagen. Sorry. Komplett die Mechanik vergessen gerade für den Moment. Egal, jetzt geht's. Ja, wir müssen gleich wieder kämpfen. Ich sehe schon. Lieber mit dem Schild voran. Am besten hinten bleiben auch. Denn der will. Hä, wo ist der Kreis hin? Okay. Oh, da ist der Kreis. Okay. Ich hatte gerade wieder Bug. Nee, kein Bug. Der gefällt mir nicht. Der gefällt mir nicht. Ganz entspannt. Ganz ruhig. Ganz easy peasy. Oh, du bist tot. Zack, schlaf. Gut. Okay. Das können wir mal machen. Okay. Jetzt ist die Tür dort offen. Will ich da hin? Ja. Aber dann müssen wir nochmal zurück. Machen wir gleich. Machen wir gleich. Zack! So ganz schnell hier hin. Okay, wir müssen da sogar lang, sehe ich gerade. Alright. Na dann. Nochmal. Komm, let's go. Nochmal. Und dann muss ich nochmal einmal zack und dann zack. Ja. Hä? Was ist denn hier? Ein Rupi. Okay. Kein Rubin. Ich glaube, wir haben sowieso die maximale. Nee, wir haben nicht die maximale Anzahl. Tatsächlich nicht. Oh, wie kommen wir an dem vorbei? Rennen? Ich schätze rennen. Um ganz ehrlich zu sein. Ich will wirklich einfach durchrushen. Jetzt noch nicht. Jetzt. Okay. Klappt, klappt, klappt. Chillig. Ah, wir haben einen Weg raus, wird er wieder leben, oder? Okay, kümmern wir uns später. Okay, zwei Truhen noch, dann sind wir durch. Okay, alles Totenstille. Außer was auch immer das ist. Achso, Timing, Timing. Ah, ich hab's nicht gesehen. Sorry, Leute. Sorry, Leute. Hab ich gar nicht gesehen. Aber euch habe ich gesehen. Ja, yeah, kommt her, kommt, traut euch, traut euch, traut euch, traut euch. Opfer. Oh oh. Wo muss ich lang? Hier lang? Oh oh, runter, runter.
Hier hoch? Ich glaube hier hoch. Ich glaube, ich soll hier hoch. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir auch nicht. Ich muss kurz gucken. Ja, richtig. Wir müssen jetzt hier hoch. Haut ab! Natürlich. Na ja, klar. Na klar. Nur ein Herz? Egal, wir sind fast voll. Wir sind fast voll. Gut genug. Okay, Bomben. Danke. Zack. Ah, Plattform. Plattformen sind immer gut, weil da können wir drauf springen. Und springen mag ich. Yahoo! Na gut, und mehr können wir aber auch nicht tun mit der Plattform. Ich muss da runter, oder? Da war ein Herz? Ach, egal. Hab sowieso volle Herzen gerade. Ich weiß gar nicht, wo ich lang will. So viele Wege. Nix sagt mir irgendwas Gescheites. Hier kann ich hoch. Oh, Nico geschlagen. Ah, das ist eine Abkürzung. Das hier ist eine Abkürzung. Alrighty, mighty. Dann wollen wir hier lang. Offensichtlich, ich meine. Wusste ich. Ich wollte euch nur testen. Ich wollte eure Geduld testen, ja. Okay, da komme ich nicht rein. Wahrscheinlich, weil ich irgendeinen Schalter übersehen habe oder sowas. Ich habe irgendwas übersehen, weshalb ich nicht rein kann. Bestimmt, wahrscheinlich. Aber was habe ich übersehen? Also ich habe schon verstanden, dass hier alles lebendig sein soll in der Vergangenheit, aber wie stelle ich das in die Vergangenheit ein? Wie mache ich das? Oh, Bomben. Maybe ist ja hier. Ja, da hinten. Ich sehe es schon, da hinten. Alright, das habe ich verpasst. Besser spät als nie gefunden. Ja, und das Aimen geht mittlerweile auch. Ja. Okay. Nehmen wir mit, ist kostenlos. Und jetzt den Jump richtig schaffen. Gut. Sauber gemacht, Link. Sauber. Guter Junge. Jetzt hau ab, du Viech. Tschüss. Nein, tschüss. Nein, tschüss. Boah. Jetzt. Alright. Alright, alright, alright. Alright. Mhm. Das ganze. Der ganze Laden hier. Oh nein, nicht die. Okay, aber ich weiß zumindest jetzt mittlerweile, wie die gehen, ja. Oh oh. Okay. Das hat sauber funktioniert. Gut. Echt stark. Okay, sauber, sauber, sauber. Hier machen wir rüber. Also schieb uns mal nach drüben, Scotty. Beam me up. Hier hin? Lass mal erstmal gucken, was hier ist, oder? Also nicht hier, sondern hier. Okay. Wie besiege ich die eigentlich? Nur kann man die gar nicht besiegen. Ich verstehe es immer noch nicht, wie man die besiegen soll. Ah, blocken! Und hier? Wegschieben wahrscheinlich, oder? So, zack. Haut ab. Ah, nee. Richtige Bewegung. Die seitliche ist am schwierigsten. Weil die nie erkannt wird. Oh, die explodieren. Okay. Komm, schieß nochmal deine Missiles. Ja. Ja! Ja, Rubinfeld, let's go! Das war satisfying. Ohne Witz. Das war ein guter Kampf. Alright, Bomben rausholen. Ich habe das Gefühl, dass wir eventuell doch nicht heute den Boss kriegen. Oder zumindest zu sehen bekommen. Hä? Was? Ich habe irgendwas freigeschaltet, ohne es zu wissen. Was ist denn hier? Hier sind einfach nur drei Köpfe.
Was? What's the meaning of this? Okay, war aber anscheinend wichtig. Oder so. Schätze ich. Also da sollte eigentlich die Tür sein. Ja, stimmt, da sollte eigentlich die Tür sein. Ist das die Tür hier? Hier ist die? Ja, doch, hier. Hier müsste die Tür sein. Hä? Machen die alle das? Geben mir die alle Rubine? Tatsächlich. Immer dieser Secret Found Sound. Ah, ja, 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 komm. Sauber. Sauber, sauber. Alles sauber von Corona. Wow. Zack, zack, zack. Wir kommen voran. Ist noch ein Gegner? Please no, please no. Okay, wir können jetzt die Abkürzung schaffen. Ich sehe es schon. Das gefällt mir. Weil Abkürzungen sind prächtig, mächtig. Okay. Noch ein paar Bomben abstauben. Und... Ah. Oh, die muss ich alle... Oh, ich muss alle davon machen anscheinend, oder? Deshalb auch von dieser Sound du du dum dum die ganze Zeit, weil ich alle davon wahrscheinlich machen muss, oder? Hä? Achso, die blauen. Ich habe gerade die ganze Zeit die roten. Ne, die blauen. Okay, es könnte ein bisschen nervig werden. Okay, hinter jedem von denen war jetzt ein Kristall. Alle drei aktiviert. Und jetzt zeigt er da drüben hin. Ach, das ist die Reihenfolge, oder? Da drüben? Oh, wie nervig. Oh. Ey, Spiel. Wie weit willst du diesen Dungeon bitte noch verlängern? Ich bin satt. Ich hab satt. Ich möchte nicht mehr verweilen. Ich will hier weg. Ich will hier weg. So, du bist eins. Du bist eins, habe ich gesagt. Jetzt aber. Ja, geht doch. Ey, ich werde diesen Boss so verkloppen, ne? Der hat so einen blöden Dungeon gebaut, ne? Und das alles mache ich nur, damit ich diesen kleinen Fratzen helfen kann, ja? Aber die sind ja eigentlich süß. Die sind ja eigentlich ganz lieb. Aber ohne wird diesen Boss werde ich so hart vermöbeln. Wenn ich jetzt zu Gesicht bekomme. Oh. Kein Savepoint in der Nähe. Okay, aber ich kann mich ein bisschen heilen wahrscheinlich. Erstmal nur den einen wecken, genau. Gut. Aua. Ich muss Abstand halten. Hä, ich konnte nicht sehen. Oh nein, nein, das sind beide wach. Okay, dann halt du. Ja, er stuckt dahinter. Er stuckt hinter dem anderen Dude. Ja. Perfekt. Herz. Herz. Ja. Okay. Das war gar nicht mal so schlimm, wie ich erwartet habe. Eine weiße Truhe. Lasst mich raten, was da drin ist. Das, was ich brauche, um den Boss so richtig zu verprügeln. Ein uraltes Gebilde, genau. Sieht aus wie ein Vogel. Oder? Ich finde schon, so ein bisschen. Naja, okay. Ja genau, jetzt haben wir das da oben. Und jetzt sind wir fertig. Also, bis auf die Truhe sind wir fertig. Aber ich gehe mal davon aus, dass nur Rubine drin sind. Trotz dessen will ich da gern hin. Und, ach da unten! Ach da unten ist die Tür! Ja, die Map sagt ja keine Höhen. Deshalb wusste ich das nicht. Oh, das schaffe ich nicht, oder? Nee, das traue ich mich nicht. Nein, komm. Ich springe einfach hier auf das Laufband. Das sollte funktionieren. Hä? Oh, zu weit.
Oh, Link. Ey, wie unfair. Oder kann ich es zurückrufen? Ja, komm. Alright. Oh mein Gott, bitte lass mich saven. Please. Ich möchte nicht den Boss verkacken und alles neu machen. Das wäre kacke. Okay, ich bin hier. Genau, ich möchte aber hier noch gerne lang. Glaube ich. Will ich hier lang? Doch, doch, ich will hier lang. Da komme ich zur Truhe. Oh, please die. Please just die. Herz brauche ich nicht. Da ist die Truhe. Und eine Abkürzung. Perfekt. Dann können wir immer hier lang laufen. Okay, wie gedacht. Rubine. Hau einfach ab. Dankeschön. Auf zum Boss. Auf zum freaking Boss, Bro. Da hinten, ich sehe ihn schon. Da hinten ist die Tür. Was müssen wir hier machen? Oh, nix. Doch, ein bisschen was. Oh, Save Point. Ja, saven. Yes. Yes, Mann. Saven. Ja, danke. Huh, Leute. Oh, Leute. Mal gucken, ob wir den Boss noch hinkriegen. Ansonsten weiß nicht, was ich mache. Ah, ich muss mitkommen. Aber ich darf nicht zu weit, weil die Lüftungsdinger mich runterschieben wollen. Aber nicht, wenn ich zu fast bin. Ha. Yeah. Okay. Weiter, heiter, wir sind da. Hier ist nichts mehr, oder? Vogelstatue, ja. Warum ist hier eine Vogelstatue? Wofür? Da hinten ist doch auch eine. Ich meine, okay, dann speichere ich hier halt nochmal. Hä? Okay. Habe ich kein Problem mit. Ist näher dran, also. Aber still. Macht irgendwie keinen Sinn. Einer von beiden hätte gereicht. Wie auch immer, wir wollen nun den Boss bekämpfen. Das war's noch nicht? Nee, nee, nee. Oh, doch. Nee. Ah, andersrum, glaube ich. So, nee. Wie rum denn? Moment, Leute. So, nee, nee. Woran soll ich mich orientieren? Ist die Frage. Hm. Hä? Doch so, 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 so. Ja. Einfügen. Ha! Okay, das hat geklappt. Wunderbar, wunderbar. War ein bisschen schwieriger tatsächlich. Aber hat nicht lange gedauert. Und zack! Sesam, öffne dich. Ich habe einiges an Wut, was ich gerne rauslassen möchte in einen Boss. Na, wo steckst du bloß? Link, hinter dir! Pass auf! Ist es ein Wurm? Nein, ein Skorpion! Diesmal mit zwei Augen an den Händen? Anscheinend. Drei, oder? Dunkler Äonenskorpion Moldok. Nee, nee, nee. Oh. Nee, nee, nee. Oh.